Hallo und willkommen zu Teil 3 unserer Reise hin zum perfekten Espresso. In den ersten zwei Videos ging es um die Kaffeemaschine und die Kaffeemühle. Heute soll es darum gehen, was für Equipment wir neben den Geräten noch brauchen, was ist essentiell, was hilft euch und was könnt ihr euch getrost sparen. Schauen wir es uns an. Fangen wir mit einem der wichtigsten Tools neben der Espressomaschine und der Mühle an, dem Temper. Tempern kann man grob in 4 Kategorien unterteilen. Wir haben einmal den ganz klassischen Temper, der hat einen Griff und eine sogenannte Base, das ist der Fuß, auf dem er steht. Die zweite Kategorie sind sogenannte selbstlevelnde Temper, also selbst ausrichtende Temper, die machen sich im Siebträger mehr oder weniger selbstständig gerade. Die dritte Form wäre der Drehmoment-Temper, der gibt quasi nach, wenn ein gewisser Druck erreicht ist. Und die vierte Form sind elektronische Temper, wie zum Beispiel die Puckpress, die komplett automatisch tempen. Dazu gehören auch die Temper, die in der Mühle oder in der Espressomaschine schon verarbeitet sind. Fangen wir mit dem ganz klassischen Temper an. Wie gesagt, ihr habt einen Griff und eine sogenannte Base. Der Griff ist Geschmacksfrage. Lang, kurz, breit, vielleicht gar keinen Griff. Nur eine Frage des Handlings und was einem eher liegt, wie bei dem Küchenmesser auch. Was bei diesen Tempern eigentlich wichtig ist, ist die sogenannte Base, weil hier habt ihr verschiedene Formen. Es gibt flache Temper, die komplett flach sind. Es gibt konvexe, die so ein bisschen gewölbt sind, wie dieser hier. Ja, wackelt schön hin und her. Dann gibt es geriffelte, es gibt sogenannte C-Shaped Temper, die sehen dann aus wie so ein Trapez. Also da gibt es verschiedene Formen. Und ja, jede Form hat so ihren eigenen Effekt. Was jetzt die Effekte angeht, dieser verschiedenen Formen, hier wird es immer fleißig bestritten in irgendwelchen Foren und sonst wo. Über die Zeit hat sich aber herausgestellt, dass die flachen Temper tendenziell einfach eine bessere Extraktion liefern. Ja, dass das Kaffeemehl gleichmäßiger extrahiert werden kann. Bei diesen konvexen Tempern kommt immer das Argument, ja, die passen sich so ein bisschen der Form des Siebes an, weil die Siebe teilweise auch so leicht gewölbt sind. Andere Argumentation für diese konvexen Temper ist, dass das Wasser eher in die Mitte gedrängt wird, weil durch diese Wölbung komprimiere ich in der Mitte quasi ein bisschen stärker, habe so eine leichte Wölbung im Kaffeekuchen und dadurch soll das Wasser ein bisschen mehr in die Mitte getragen werden und Channeling am Rand vermindern. Ja. Ich persönlich habe den Effekt bisher noch nicht wahrnehmen können tatsächlich, hatte trotzdem immer das Channeling, hat also jetzt nicht so viel gebracht. Und wie gesagt, die Extraktion ist mit flachen tatsächlich doch besser. Die geriffelten, ja, ist so eine Spielerei, also es gibt so den einen oder anderen Barista-Champion, der das mal verwendet hat in einer Competition, aber ja, über die Dauer ist eigentlich, wie gesagt, eher eine Spielerei. Man sagt dann, dass der Kaffee dann manchmal ein bisschen ausgewogener ist, bla bla blub. Meiner Meinung nach eher ein bisschen mehr Show wie alles andere. Der Effekt ist doch eher überschaubar. Gleiches mit dem C-Shape. Auch der C-Shape soll im Endeffekt wieder das Channeling am Rand vermindern. Aber wenn ihr euch einen kauft und das ist euer erster Temper, empfehle ich euch wirklich einen flachen Temper zu nehmen. Der nächste Faktor, den ihr beachten solltet, ist der Durchmesser der Base. Ja, der sollte nämlich genau in euren Siebträger passen. Wenn ihr jetzt eine beheizte Brühgruppe habt, die bekannteste ist die E61 von Faema, haben sehr viele, ist auch in sehr vielen Maschinen verbaut, die haben in der Regel einen Siebträger mit einem Durchmesser von 58 mm. Hierfür gibt es dann auch 58 mm Temper. Ja, allerdings haben diese 58 mm Temper trotzdem immer ein bisschen Luft an den Rändern, was nicht optimal ist. Ja, es gibt auch Präzisionstemper, die haben dann 58,35 oder 58,5 mm. Das hier ist jetzt ein 58,5 und die passen wirklich perfekt rein und lassen kaum Luft am Rand. Warum ist das jetzt so wichtig? Ganz einfach deswegen, wenn euer Temper nicht genau in den Siebträger passt, dann komprimiert ihr den Kaffee einmal rund um den Temper am Rand, komprimiert ihr den nicht, weil da eben ein bisschen Luft drin ist. Ja? Das heißt, da ist der Kaffeepuck sehr anfällig für sogenanntes Channeling. Je besser der Temper passt, desto besser ist es und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Channeling vermeiden könnt. Noch ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr wirklich einen Temper habt, der exaktamente in euer Sieb reinpasst, zieht den Temper langsam raus, weil es kann passieren, dass sich da ein Vakuum bildet, gerade ein Kaffeepartikel am Rand so ein bisschen hängen und kann sein, dass ihr euch den Puck wieder zerstört. Ja? Also schön vorsichtig rausziehen. Manche haben sogar eine Form, die das vermindern soll oder verhindern soll, diesen Effekt. Weiterer Punkt, der sich ebenfalls auf die Extraktion auswirkt, ist die Kante des Tempers. Ja? Die sollte so scharf wie möglich sein.
Weil das Problem ist, viele Temper sind so ein bisschen abgerundet an der Kante. Und auch durch diese Abrundung entsteht schon eine, wenn auch minimal, kleine Fläche im Kaffeekuchen, die quasi nicht komprimiert wird. Weil ihr habt quasi eine Rundung und diese Rundung passt nicht zu dem rechten Winkel, der quasi in eurem Kaffeesieb entsteht. Ja? Ich versuche es mal grafisch darzustellen. So, da haben wir hier quasi so eine kleine Ecke. Und in dieser Ecke wird der Kaffee eben nicht komprimiert und ist anfällig für Channeling. Deswegen, je schärfer die Kanten vom Temper sind, desto besser. So viel jetzt erstmal zu den Basics von der Base. Jetzt gibt es, wie gesagt, noch die selbstlevelnden Temper und die Drehmoment-Temper. Ja, das sind so ein bisschen Spielereien. Also die selbstlevelnden Temper, die können einem helfen, gerade zu tempen, weil das ist wirklich das Wichtigste beim Tempen. Da werden wir in den späteren Teilen noch dazu kommen, warum das so wichtig ist. Aber das Wichtigste beim Tempen ist wirklich, Kerzen gerade zu tempen, so gerade wie es nur irgendwie geht. Der Druck ist tatsächlich eher zweitrangig und wenn ich da schief tempe, habe ich ein Problem. Und diese selbstlevelnden Temper, die können einem dabei einfach ein bisschen unterstützen. Allerdings, ein Nachteil, den die halt haben, ist, dass die meistens nur eine gewisse Tiefe haben. Das heißt, je nachdem, wenn ich meinen Kaffee öfter wechsle, muss ich jedes Mal die Tiefe nachstellen. Im schlechtesten Fall kann ich das nicht mal, weil sonst drückt dieser Temper quasi nicht tief genug in das Sieb rein, um den Kaffee ordentlich zu komprimieren und dann habe ich wieder ein Problem. Drehmoment-Temper auf der anderen Seite, die sollen so ein bisschen suggerieren, dass man immer mit dem gleichen Druck drückt, aber wie gesagt, ist das gar nicht so wichtig, wie fest man da drückt. Viel wichtiger ist es eben, dass man gerade drückt. Und da finde ich persönlich diese Drehmoment-Temper sogar eher nachteilig, weil ich finde, dass sobald dieser Temper nachgibt, die Tendenz irgendwie schräg zu kommen oder das Ganze zu verziehen, relativ hoch ist. Also ich finde es eher kontraproduktiv. Der ein oder andere schwört drauf. Meine Sache ist es nicht. Müsst ihr selber wissen, ob ihr da der Typ für seid. Probiert es im Laden am besten einfach mal aus. Die elektronischen Temper wiederum, die sind eigentlich eher interessant, wirklich für die Gastronomie, vor allem wenn ich viel wechselndes Personal an der Kaffeemaschine habe, um da einfach wirklich eine Gleichmäßigkeit reinzubringen und zu vermeiden, dass da zu viele Fehler gemacht werden, gerade wenn es irgendwie stressig wird. Für den Hausgebrauch wäre es schon ja, eine ordentliche Investition, die jetzt nicht so zwingend notwendig wäre. Nochmal ein kurzes Fazit zum Temper. Standard-Temper, Griff vollkommen egal, Base tendenziell eher flach. Gucken, dass die Kanten wirklich scharf sind, dass ihr einen guten Durchmesser habt, der genau ins Sieb passt und that's it. Der Rest ist eher Spielerei, wie gesagt, Drehmoment-Temper oder selbstlevelnde Temper oder irgendwelche Rillen da drin, Spielereien, braucht ihr für den Anfang nicht. Schaut, dass ihr einen wirklich flachen Temper kriegt und ihr seid gut beraten. Kommen wir zum nächsten Tool, der Waage. Wenn ihr wissen wollt, was mit eurem Espresso bei der Extraktion passiert, beziehungsweise was passiert, wenn ihr den Mahlgrad verändert, kommt ihr um eine Waage nicht drum herum. Absolut essentiell, um die Kaffeemaschine ordentlich einzustellen und zu justieren. Zumindest nicht so, dass man es versteht. Oder nicht 5 Tonnen Kaffee verbraucht, bis es mal passt. Und es dann wieder wiederholt. Also es geht eigentlich nicht. Punkt. Auch bei der Waage gibt es natürlich einiges zu beachten. Da kommt es so ein bisschen drauf an, was für Anforderungen habt ihr an die Waage und wie viel Geld wollt ihr ausgeben. Die wichtigsten Punkte, auf die ihr achten solltet, wenn ihr eine Waage kauft, ist zum einen, was ist die Traglast? Das heißt, wie viel kann die Waage anzeigen? Weil je nachdem, was ihr für einen Brewer benutzt, wenn ihr jetzt nur Espresso macht, braucht ihr keine hohe Traglast. Ja, da reichen 500 Gramm, 1 Kilo vollkommen ausreichend für 2 Tassen mit einem Doppelshot Espresso drin, easy. Aber wenn ihr jetzt einen großen Brewer wie eine Karlsbader Kanne zum Beispiel auf die Waage stellen wollt, die allein irgendwie schon 800 Gramm wiegt, dann wird es natürlich kritisch, weil wenn ihr dann irgendwie nochmal 1 Liter Wasser aufgießt, dann habt ihr das Limit der Waage relativ schnell erreicht. Macht Sinn. Dann der nächste Punkt bezüglich auf das Gewicht ist, die Waage muss relativ genau sein. Also ihr braucht mindestens eine Dezimalstelle, die euch die Waage anzeigt. Aus diesem Grund disqualifizieren sich schon mal 90% der Küchenwaagen, weil die einfach nicht so genau sind. Wenn ihr jetzt nach einer ganz normalen Waage googelt, dann solltet ihr nach Feinwaagen googeln, weil die wirklich die eine oder vielleicht sogar 2 Dezimalstellen nach dem Komma anzeigen. Und das ist für die Espresso-Zubereitung einfach sehr wichtig. Warum, erfahrt ihr in dem Video, das ich dann zum Espresso mache. Oder ihr könnt euch auch schon meinen Nerd-Guide zum Thema Espresso-Mühle einstellen anschauen. Da erkläre ich auch schon mal ein bisschen was. Wir gehen da aber später nochmal genauer drauf ein. Der nächste Punkt, der absolut essentiell ist bei der Waage, die Waage muss mit einer Tasse drauf unter eurem Siebträger passen, während ihr den Espresso brüht. Weil ihr müsst quasi in Echtzeit feststellen, wie viel Kaffee da jetzt schon in eurer Tasse ist, um nachher beurteilen zu können, wie die Extraktion gelaufen ist. Wenn es nicht drunter passt, dann ist die Waage nicht optimal für die Kaffeezubereitung. Einfach, weil ihr da nicht den Instant-Feedback habt. Ihr müsst immer so ein bisschen abschätzen und dann
separat nachwiegen, was nicht optimal ist. Deswegen schaut, dass sie klein genug ist, dass sie da wirklich drunter passt. Das sind die essentiellen Punkte. Alles andere ist dann wieder Spielerei und Nörderei so ein bisschen. Die Sache ist die, ich habe jetzt hier zum Beispiel verschiedene Modelle. Das fängt an bei China-Import für 12, 15 Euro. Super billig, super schnell kaputt. Die ist mir jetzt vor kurzem abgeschmiert. Anderthalb Jahre hinüber, ab dafür. Ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Wurde mal wieder bewiesen. Dann sind wir im Mittelklasse-Bereich, so bei ab 25, 30 Euro. Die Wagen haben dann meistens schon einen integrierten Timer mit dabei. Eignen sich, also jetzt zum Beispiel das Modell eignet sich jetzt tendenziell eher für Filterkaffee, kann aber auch für Espresso hergenommen werden. Und dann gibt es natürlich noch die super Premium-Wagen, wie jetzt hier die Akaya Lunar, die kostet 270 Euro, hat halt noch ein paar mehr Features, ihr wisst, was ich meine. Muss man halt wissen, was einem liegt. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Waage für 15 Euro und einer Waage für 270 Euro? Ganz einfach. Die Waage für 270 Euro kann einfach wesentlich mehr wie die für 15 Euro. Macht bei dem Preis auch Sinn. Ja, wenn nicht, wäre das ein Problem. Zum einen ist die Traglast höher, also ich kann da mehr draufstellen. Zum anderen ist die Reaktionszeit wesentlich schneller, also die zeigt super schnell an, wie viel Gewicht ich habe. Dann habe ich bei der Akaya die Möglichkeit, das Ganze mit einer App zu koppeln, mir meine Daten quasi abzuspeichern und wirklich zu gucken, was ist da jetzt passiert in dem Prüfverlauf. Es ist ein eingebauter Akku drin, die Waage ist wasserdicht, sie ist aus Metall und nicht aus Plastik. Also wie man an der Waage sieht, die ist schon ziemlich abgerockt, die ist jetzt schon mehrere Jahre im intensiven Einsatz für Messen, für unterwegs, im Kaffee selber, hat Gebrauchsspuren, aber sie funktioniert immer noch einwandfrei. Ja? Also das heißt, auf Dauer gesehen hat man mit sowas einfach ein bisschen mehr Spaß. Aber ich weiß selber, das ist jetzt vielleicht nicht eine Waage für jedermann, aber man kann sie sich mal anschauen. Wenn ihr euch jetzt mal ein paar verschiedene Wagen anschauen wollt, dann auf Amazon oder auf Google könnt ihr einfach mal eingeben, Feinwaage, und dann kriegt ihr solche Modelle, so Billigmodelle, ja, für 15 Euro. Ansonsten, wie gesagt, das hier wäre jetzt die Coffee Gator, für Espresso nur bedingt geeignet, also mich hat sie für Espresso nicht so 100% überzeugt, für Filterkaffee wunderbar. Dann gibt es von Hario die V60-Waage, ist auch ein Klassiker. Purista ist noch so eine Marke, die gute Kaffeewagen herstellt, mit automatischer Erkennung, wann es losgeht und solche Geschichten. Und dann halt, wie gesagt, die Akaya, wenn ihr wirklich in der Königsklasse spielen wollt, werde ich euch unten alles nochmal verlinken, dann könnt ihr da nochmal nachschauen. Als Fazit zu den Wagen, schaut, wie viel Tragekraft braucht ihr. Wollt ihr da einen kompletten Brewer draufstellen oder ist es wirklich nur zum Espresso machen? Ist sie genau genug? Sprich, hat sie eine Dezimalstelle nach dem Komma und passt sie mit einer Tasse drauf unter euren Siebträger, damit ihr in live gucken könnt, wie viel Kaffee da schon rausgelaufen ist. Wenn das passt, könnt ihr die Waage wunderbar benutzen zum Espresso produzieren und Mühle einstellen. Alles andere ist dann eher, Add-on und Spielerei, also Reaktionsgeschwindigkeit wird dann später, wenn man wirklich pieken möchte und wirklich das Maximum rausholen möchte, wird das noch wichtig. Und alles andere ist Spielerei. Und muss man wissen, ob man das braucht oder nicht. Essentiell ist es nicht. Kann aber Spaß machen. Einer der wichtigsten Faktoren bei der Espresso-Zubereitung ist die Zeit. Deswegen brauchst du auch irgendwas, womit du die Zeit messen kannst. Entweder du hast das schon am Handgelenk oder in deiner Hosentasche in Form eines schicken Handys oder deine Maschine hat einen Shot-Timer und nimmt dir die Arbeit ab, indem sie einfach abmisst, wie lange der Espresso gelaufen ist. Ein weiterer essentieller Teil eurer Espresso-Maschine ist der Siebträger mit dem Sieb. Ich hoffe jetzt für euch alle, dass bei jeder Maschine, die ihr gekauft habt, immer so einer dabei war und hoffentlich auch ein Sieb mit drin war. Denn ohne das wird es schwierig. Bei den Siebträgern an sich gibt es jetzt nicht sonderlich viel zu beachten. Die müssen natürlich in eure Maschine passen. Manche haben doppelten Auslauf, manche haben einfachen Auslauf, manche sind bodenlos. Ist eine Geschmacksfrage. Wenn ihr mehr über den bodenlosen Siebträger mal erfahren möchtet, könnt ihr euch hierzu mein Video anschauen, ob sich das Ding lohnt. Aber sonst gibt es eigentlich nicht so viel zu beachten. Das eigentlich Wichtige bei der Geschichte ist das Sieb, das drin ist. Hier gibt es verschiedene Formen, verschiedene Größen. Einfache Siebe, Doppelsiebe, doppelwandige Siebe. Da muss man gucken, was für ein Sieb hat man, was für ein Sieb will man. Ob Einzel oder Doppel, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Das könnt ihr euch hier anschauen und mal gucken, wo da der Unterschied ist. Ich empfehle immer ein doppeltes Sieb zu verwenden, weil einfach eine bessere Extraktion dabei rauskommt.
ist aber jedem selber überlassen. Das nächste essentielle Teil unseres Equipments ist das sogenannte Blindsieb. Blind deswegen, weil keine Löcher drin sind. Ja? Das macht den Siebträger quasi dicht und dient der Reinigung der Maschine. Wichtig, wichtig, wichtig. Achtung, das ist jetzt nicht für alle Maschinen relevant. Insbesondere Thermoblock-Maschinen brauchen das oft nicht. Einfach deswegen, weil das nur dann interessant ist, wenn meine Maschine ein Rückschlagventil oder ein Magnetventil hat. Ob eure Maschine das hat, seht ihr daran, wenn ihr die Espresso-Zubereitung beendet und dann unten in der Tropfschale noch so ein bisschen Wasser rausschießt. Ja, das ist eben dieses Rückschlagventil. Das lässt quasi den überschüssigen Druck, der noch im Siebträger ist, darüber ab und schießt das Wasser quasi raus. Ja, bei diesem Rausschießen, ach, wisst ihr was? Das erzähle ich euch dann beim Teil Reinigung. Das sprengt uns den Rahmen. Das nächste Tool haben wahrscheinlich die wenigsten von euch auf dem Schirm und eventuell sogar schon zu Hause. Und das ist dieses hier. Ein ganz ordinärer Schraubenzieher, und zwar ein kurzer. Trifft auch nicht für alle zu. Das kommt ganz drauf an, was für einen Maschinentyp ihr habt. Wenn ihr jetzt zu eurer Siebträgermaschine geht und mal von unten auf dieses Sieb drauf schaut, gibt es zwei Versionen. Die erste Version hat keine Schraube, die zweite Version hat eine Schraube. Wenn ihr die Version mit Schraube habt, braucht ihr eben diesen Schraubenzieher, weil dieses Sieb sollte man wirklich regelmäßig runternehmen und dahinter sauber machen, weil dahinter sammelt sich relativ viel Dreck. Da kommen wir aber in dem Video zum Thema Maschine reinigen noch dazu. Die keine Schraube haben, die haben Glück oder halt auch nicht. Kommt drauf an, wie lange sie das schon nicht gemacht haben oder ob sie es überhaupt schon mal gemacht haben. Weil wenn keine Schraube unten drunter ist, ist es in der Regel einfach nur ein Stecksieb. Das heißt, da kann man mit einem Löffel an der Seite reinfahren und das so vorsichtig raushebeln. Wenn ihr das jetzt noch nie gemacht habt, kann sein, dass das Ding schon so zugebarzt ist und der Gummi schon so spröde ist, dieser Dichtungsgummi, dass es echt pain in the ass ist, das Ding rauszuholen. Viel Spaß! Die nächste Sache, auf die ihr definitiv nicht verzichten solltet, ist der Espresso-Maschinenreiniger. Funktioniert für alle Espresso-Maschinen, egal ob es eine Thermoblock-Maschine ist oder eine Siebträgermaschine oder. Sollte definitiv benutzt werden, weil es einfach die Öle und die Fette vom Kaffee löst. Die werden über die Zeit ranzig und geben einfach einen widerlichen Geschmack ab und das Zeug holt es raus. Deswegen regelmäßig putzen und sauber machen. Hier gibt es natürlich auch wieder ganz viele verschiedene Hersteller. Es gibt markeneigene Produkte, wie das jetzt von La Marzocco, das bei der Maschine mit dabei war. Urnix ist noch eine ganz bekannte Marke. Pulli, Heidmann, also da gibt es viele verschiedene Hersteller. Das Einzige, worauf ihr achten solltet, ist, kauft euch nicht so einen 1-Kilo-Eimer, weil das Zeug hält ewig. Wovon ich euch eher abrate, sind diese Tabletten, weil die sind meistens überdosiert, genauso wie die einzeln verpackten Espresso-Reiniger-Tütchen. Unnötig Müll, braucht kein Mensch. Deswegen kauft euch so ein Vorratsding, das hält euch Jahre, je nachdem, wie viel Espresso ihr macht und wie oft ihr eure Maschine reinigt. Und ja, aber ihr solltet nicht drauf verzichten. Kommen wir zum großen Fazit der essentiellen Espresso-Tools. Fangen wir beim Siebträger an. Ich brauche einen ordentlichen Siebträger mit dem passenden Sieb. Dann brauche ich einen Temper, der in dieses Sieb passt, also den richtigen Durchmesser hat und eine ordentliche Form hat. Dann brauche ich eine Waage, die mit einer Tasse drauf unter den Siebträger passt, damit ich den Espresso richtig abmessen kann. Ich brauche einen Timer, den habe ich in der Regel aber in dem Handy drin oder auf der Uhr. Dann geht es zur Reinigung. Dort brauche ich ein Blindsieb, eventuell einen Schraubenzieher und Reinigungsmittel. Wenn ihr das zusammen habt, habt ihr alle Essentials, die ihr braucht, um zu Hause ordentlichen Espresso zu machen. Kaffeebohnen helfen in der Regel auch. Kommen wir zu den Tools, die zwar hilfreich sind, aber jetzt nicht unbedingt essentiell. Fangen wir wieder beim Tempen an. Hier gibt es so kleine Tamping-Stationen. Die helfen einem einfach, den Siebträger gerade irgendwo abzulegen, um ordentlich tempen zu können. Aber im Grunde genommen geht das auch anders. Also eine Tempstation ist jetzt nicht unbedingt notwendig, erleichtert aber gerade, wenn man mit einem einfachen Siebträger arbeitet, die Arbeit ab und zu schon etwas. Nächstes Tool ist der sogenannte Leveler oder auch Distributor, wobei man da nochmal ein bisschen unterscheiden muss. Es sind im Endeffekt einfach Tools, Werkzeuge, die das Kaffeemehl ordentlich nochmal im Siebträger verteilen. Ist ein interessantes Tool, kann das gewisse extra bringen, muss aber auch richtig angewendet werden. Muss man wissen, ob man das Geld dafür ausgeben möchte, um da ein bisschen mit rumzuspielen.
Kommen wir zu einem Thema, das für den einen oder anderen sogar wichtiger ist wie der Espresso, der Milchschaum. Dafür brauchen wir natürlich ein Kännchen. Auch hier ist es wieder so eine Sache. Wieder sehr individuell, immer so ein bisschen abhängig von den eigenen Bedürfnissen. Auch davon abhängig, wie tief man jetzt in das Thema Latte Art absteigen möchte. Grundsätzlich ist es wichtig, dass das Kännchen von der Größe her zu eurer Tasse passt. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt immer nur einzelne Cappuccinos macht, bringt es nichts, wenn ihr euch so eine 1-Liter-Kanne holt, weil damit bekommt ihr keinen ordentlichen Milchschaum. Idealerweise ist hier eine Größe, das ist jetzt von Motta 35 cl, also 350 Milliliter, ist wunderbar für normale 200 Milliliter Tässchen, ja, vielleicht auch noch ein bisschen drüber. Wenn ihr oft doppelte Espressi macht, könnt ihr auch ein bisschen höher gehen auf 40, 45, 50 cl. Wie gesagt, ich würde aber jetzt keine Riesenpötte nehmen, weil zum einen braucht man selten so viel Milch auf einmal, es sei denn, man hat jetzt eben eine Großfamilie. Zum anderen haben die Haushaltsmaschinen oft gar nicht genug Dampfpower, um so große Pötte wirklich ordentlich aufzuschäumen. Deswegen schaut, dass die Kännchen nicht zu groß werden. Was den Ausguss angeht, ist es eher eine persönliche Präferenz. Ja, kann man richtig Geld für ausgeben, muss aber jetzt nicht unbedingt sein. Jetzt sind wir wieder bei der Reinigung angelangt. Diesmal geht es aber nicht um die Espresso-Maschine, sondern um die Espresso-Mühle. Auch die Espresso-Mühle müsst ihr regelmäßig sauber machen, weil sonst die Öle einfach ranzig werden und das Ganze irgendwann nicht mehr schmeckt. Es gibt aber Kaffeemühlenreiniger oder Espresso-Mühlenreiniger. Das ist entweder so ein Pulver, so ein Granulat oder das sind solche Tabletten, solche sogenannten Grinds mit Z am Schluss geschrieben. Die helfen einfach, so die Kaffeeöle und die Kaffeereste so zwischendurch mal für eine kurze Zwischenreinigung rauszuholen. Das ersetzt aber nicht die Grundreinigung, bei der man die Mühle auseinanderbauen muss. Kann aber helfen. Eine günstigere Variante wie diese Grinds, weil das ist nichts anderes wie Zellstoff oder gepresster Zellstoff, Pflanzenstoffe, sind tatsächlich Dinkelkörner. Ja? Dinkelkörner, die kriegt man im Reformhaus oder wo auch immer, einfach eine Tasse Dinkelkörner durch die Maschine jagen, hat quasi den gleichen Effekt. Man hört auch immer mal wieder, dass man Reis verwenden soll zur Reinigung der Mühle. Davon rate ich aber ab, weil bei Reis einfach die Tendenz zum Blockieren der Mühle sehr hoch ist und das tut der Mühle einfach nicht gut, wenn das Mahlwerk blockiert wird. Könnt ihr euch vorstellen. Haferflocken hört man auch ab und zu. Das Problem ist, Haferflocken sind tendenziell wieder ein bisschen zu weich und nehmen die Kaffeereste nicht ordentlich mit. Also Dinkelkörner sind ganz okay oder halt eben diese professionellen Reiniger kann man gucken. Aber wie gesagt, ersetzt nicht das komplette Zerlegen oder das Zerlegen des Mahlwerkes und das richtige Reinigen. Nächster Punkt, der nicht essentiell, aber überaus hilfreich ist und auch notwendig ist, sind ganz banale Tücher, um den Siebträger auszuwischen, um die Dampfpflanze abzuwischen und da alles ordentlich sauber zu halten. Vor allem der Siebträger ist wichtig, dass da keine Kaffeereste drin sind und dass es mit ja, so einem Pinsel relativ müßig, vor allem wenn der Kaffee ein bisschen feuchter ist. Deswegen, ich nutze einmal ganz gern ein Baumwolltuch für den Siebträger, weil Baumwolle nimmt Feuchtigkeit besser auf. Ja, dann ist der Siebträger einfach sauber und trocken, wenn man da einmal durchwischt. Und für die Dampfpflanze nehme ich ganz gerne ein Mikrofasertuch, weil das Mikrofasertuch eben ein bisschen besser reinigt und die Milchreste da besser runternimmt. Aber auch hier Geschmackssache, was euch besser gefällt. Wenn ihr mit dem Pinsel eher zurechtkommt oder so ein Schwammtuch nehmt für die Dampfpflanze, ist das auch absolut in Ordnung, solange ihr es macht. Gerade angesprochen, hier ist er, der Pinsel. Wie gesagt, wenn es ein bisschen feuchter wird, ist der Pinsel nicht optimal, aber gerade um die Kaffeemühle so ein bisschen sauber zu halten und die Kaffeereste wegzupinseln, super. Na, immer hilfreich. Dann haben wir noch das Thema Knockbox bzw. Sudschublade. Die Knockbox ist einfach ein Behälter mit so einer gummierten Stange drin, wo man den Siebträger drauf ausklopfen kann. Die Sudschublade, die steht in der Regel unter der Mühle, wo man Gleiches tun kann, ist halt nur ein bisschen mehr Stauraum. Ja. Hilft ein bisschen beim Workflow, gerade wenn man viele Kaffees machen muss. Und wenn die Kaffeemaschine eh in der Küche steht, wo der Mülleimer direkt daneben ist, braucht man es jetzt nicht zwingenderweise. Es ist ganz hilfreich, um halt was zu haben, wo man ausklopfen kann, weil der Puck teilweise fest drin hängt, ist jetzt aber nicht notwendig. Ihr könnt es auch mit einem Löffel oder irgendwas auskratzen. Wichtig, bitte kein Metall nehmen, sondern einen Kunststofflöffel oder einen Holzlöffel oder einen Holzspatel oder irgendwas, weil Metall zerkratzt euch das Sieb. Das heißt, es ist schwieriger sauber zu halten, die Öle setzen sich da eher fest und ist auf Dauer nicht die optimale Lösung. Das heißt, wenn ihr auskratzt, Plastik oder
Holz und ansonsten, ja, irgendwie muss es halt raus. Noch ein persönlicher Tipp von mir, was ich immer in der Kaffeemaschine liegen habe, ist ein kleines Notizbuch. Hier trage ich im Endeffekt ein, was für Espressi habe ich zubereitet, wie habe ich die zubereitet, wie haben sie mir geschmeckt. Also einfach so ein paar Notizen zu meinem Kaffee machen, weil das erleichtert es einem, nachzuvollziehen, was man da gemacht hat und hilft einem auch für weitere Kaffees in der Zukunft. Wunderbar, jetzt haben wir den Großteil behandelt, was Equipment fürs Espresso-Brühen angeht. Gibt jetzt natürlich noch so ein paar Themen, die jetzt nicht dabei waren, wie Wasseraufbereitung, da werde ich ein eigenes Video zum Thema Wasser machen. Oder ja, wirklich nerdige Tools, weitere Distribution-Tools, die einem das Kaffeemehl im Siebträger noch besser verfeinern, Kaffeesiebe und so ein Zeug. Also so der richtig nerdige Stuff, den haben wir jetzt außen vor gelassen. Aber die Sachen, die wir jetzt heute besprochen haben, sind die, die in einem Standard-Setup sinnvoll sind, helfen können, die ich selber auch täglich benutze und ja, denke, ihr habt jetzt eine ordentliche Übersicht über das Thema. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer freue ich mich, wenn ihr mir ein Abo da lasst, wenn ihr sonst noch Anregungen habt, Wünsche, Fragen, unten in die Kommentare schreiben. Im nächsten Video weiß ich noch nicht ganz genau, entweder es wird um das Thema Reinigen gehen, weil das ist sehr wichtig, oder ich mache mal wieder was zum Thema Bar. Schauen wir mal, weiß ich noch nicht. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Spaß, gute Kaffees und bis dahin. Ciao. Mäuschen wieder weg. Wie mache ich denn das? Also? Geh aus. Geh aus. Wenn ihr jetzt Zeug... Ups. Das Blinzi... Machen wir nochmal. Genießt den Herbst, Winter, Sommer, Frühling, in welcher Jahreszeit ihr euch auch gerade befindet. Ich laber schon wieder zu viel.